Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Hier, wie heißt das Spiel? Ist natürlich Odyssey. Ich wollte ihm ganz Amnesia sagen. Aber Amnesia wäre nicht ganz richtig. Okay, ich spreche mit Charon. Ach, hier sind Blue Adam und Stingy, mich erinnere mich. Und dann waren wir ja fast fertig. Hatten wir das nicht letzte Folge noch gemacht? Hat er das nicht gespeichert? Oder habe ich es nicht mehr gemacht? Ich weiß es nicht mehr. Keine Ahnung, machen wir jetzt aber auf jeden Fall. Ohne Rücksicht auf Verluste. Machen wir es jetzt. So. Ja. Ah, geschehenes ungeschehen machen. Hört sich auf jeden Fall. Ja, stimmt, das war ja die Quest mit Vöbel. Hier, wie er da ist. Ich bin mal gespannt, wie lange sie jetzt noch mitspielt. Aber jetzt nicht, ich finde. Ich weiß gar nicht, gibt es hier überhaupt jetzt Nebenquests? Weil alles wird zu der Hauptstory mitgezählt. Dann muss ich den Scheiß sowieso komplett machen. Und ich tue immer nur so, als wenn es Nebengeschichten gibt. Ich weiß es gar nicht. Hier sieht es nämlich momentan nicht danach aus. Bin aber mal sehr gespannt, verändert sich ja noch. Oder auch nicht. Oder es wird immer so bleiben. Tor des Jägers, ja, kann ich mich jetzt nicht erinnern. Ich glaube, das haben wir nicht mehr gemacht. Ich glaube tatsächlich. Ist. Ja gut. Warum habe ich denn hier aufgehört? Ja. Na gut. Das weiß ich jetzt auch nicht mehr, aber egal. Oder? Weiter oben drauf? Das weiß ich nicht mehr. Wo ist das sogar cool aus? Nice. Ich finde sowieso, ist das ein geiles Outfit jetzt, außer dieses Horn. Den Helm, den mag ich nicht so. Ich hätte eher so einen Assassinen-Helm ganz gern gehabt, aber sonst ist das echt ein geiles Outfit. Sieht echt cool aus. Gefällt mir. Gucken. Also auf jeden Fall, in der Episode hier werden wir das durchgehend anbehalten. Außer natürlich die Story sagt irgendwas anderes, ne? Also, ich weiß nicht, was die Story sagen wird, aber sonst halte ich das für immer und ewig an. Nur für die Episode. Mal gespannt, wie weit wir heute kommen mit der Episode. Ist aber echt geil gemacht. Das muss man einfach mal sagen. Ach ja, und eine wunderschöne Kamerafahrt. Schnellreise freigeschaltet, geil. Wenn ich es gar nicht gemacht habe, na gut. Okay, belassen wir es dabei. Ich habe sowieso keine Ahnung mehr. Hab ich etwa 3 Quests angefangen, ich Vollpfosten? Toll. Ich weiß auch nicht mehr, was ich wo gemacht habe, was ich wo ange... Warum ich... Oh Gott. Sprich mit Charon, sprich mit Charon, sprich mit... Wow, war eine tolle Idee, Pirates. 3 Quests auf einmal anzufangen. Sehr gut gemacht. Jetzt weiß ich bestimmt noch, was ich wo machen muss. Tolle Idee gewesen. Aber warum habe ich das denn gemacht? Scheiße. Ah, es kam bestimmt dieses Chaos mit der Rüstung und dann halb angefangen, hier halb und da. Oh, ärgerlich. Ich habe anders gemacht. Egal. Egal. Scheiß jetzt drauf. Ich wollte danach sowieso, erstmal die eine da fertig machen. Und da wollte ich sowieso noch hier ein bisschen hier die Welt erkunden. Das haben wir gar nicht richtig gemacht. Ja, würde ich damit gerne ein paar weitermachen, aber erstmal mache ich ja die Quest fertig. Ach Mensch, was mache ich denn hier bloß? Zack. Zack. Übrigens, ich habe jetzt auch wieder angefangen zu streamen, was jetzt ja auch wieder funktioniert mit dem Rechner. Und der erste Stream, der ist ja schon gelaufen, aber es werden weitere Streams folgen. Vielleicht mache ich auch mal tatsächlich einen regelmäßigen Streamtag. Das weiß ich allerdings noch nicht. Muss ich ehrlich sagen, keine Ahnung, ob ich das machen werde oder ob ich immer so sporadisch spielen werde. Das wäre vielleicht auch gar nicht ganz schlau, eigentlich einen festen Streamtermin zu haben, aber muss ich mal gucken. Wäre, glaube ich, ganz schlau, auch wegen Pirate Show und so.
Charon. Einer der Gefangenen sagte, der Zyklop habe ein Mädchen über den Styx verschleppt. Oh, das junge Mädchen aus dem Elysion. Sie warfen ihren leblosen Körper in eins meiner alten Boote. Bring mich zu ihr. Was tut ihr Fleischlinge doch gleich, um euch zu beruhigen? Atmen. Ja, atme und sag mir, was geschehen ist. Der Zyklop hasste mich, als er noch lebte, und das hat sich nicht geändert. Er benutzt meine Freundin gegen mich. Hilf mir, ihn aufzuhalten. So sei es. Ich weiß genau, wohin der Zyklop von Kefalenia deine junge Freundin brachte. Zu einem Tor. Der Ort sollte euch allen bekannt vorkommen. Oh, hab Dank. Lass uns aufbrechen. Lass uns aufbrechen. Jupp, machen wir mal, ne? Gut, der geht ja bestimmt schnell. Machen wir kurz. Das ist ja schon krass, ne? Wir sind schon von 2 von 3 Episoden, ne? Ah, es ist schon ein komisches Gefühl, dass es das Odyssey. Ich meine, wir werden ja weitermachen mit Assassin's Creed. Aber andererseits freue ich mich, muss ich ehrlich sagen, ich freue mich sehr auf das neue Assassin's Creed. Also Origins ist ja gut, Origins ist natürlich neu, aber für mich, aber genau. Ist ein komisches Gefühl. Ja. Tick, tack, tick, tack, tick, tack. Da kommen wir noch hin. Danke. Die Kriegerin und Adlerfrau. Oh, hier ist ein Gefallener. Virus ist hier nicht verfügbar. E-Karte ist nicht verfügbar. Na gut. Ist mein Zuhause auf Kefalenia. Wie ist das möglich? Phoebe? Phoebe! Lang, lang ist's her. Ich hörte, du und das Mädchen wären endlich zu uns herabgestiegen. Da musste ich euch doch gleich einen herzlichen kefalenischen Empfang bereiten. Wenn du ihr wehtust, dann schneide ich dir dein anderes verdammtes Auge raus und diesmal stecke ich es dir in deinen Arsch, Zyklop! Niemand nennt mich so! Gib es zurück! Der Zyklop von Kefalenia. Okay. Also einfach nochmal das gleiche wie damals. Greifst du auch mal an, oder? Was bist du für ein Kämpfer? Stimmt, hier war ja kämpfen so. Oh, ich sollte nicht so viel Spiele machen. Oh Gott, nicht mal so viel Spiele spielen. Denn bei Final Fantasy ist Kämpfen
Genau die andere Taste, genau da, wo hier ausweichen ist. Überhaupt nicht verwirrend sowas, nee, nee. Aber du hältst wenig aus gegen deine Freunde. Aber gut, hier finden wir auch noch ein paar Gefallen. Ne, ist auch nicht schlecht. Dann haben wir hier auch noch einen. Genau. Können wir noch sehr gut vorstellen, dass wir mal gegen die Mods kämpfen. Das wäre krass. Aber wie cool. Ah, oh, ist schon geil, wenn du die Energie sieht, die dann hochgeht, ne? Das sieht schon geil aus. Ah ja, komm mit her. Wow. Mit her, oh Gott. Genau. Jetzt einmal hier wieder. Bist echt ein Arschloch. Aber daran merkt man wohl auch immer, dass man die Hälfte schon geschafft hat. Nicht nur eine Energie, sondern auch, wenn die was sagen. Aber das machen sie auch immer nur ab einem gewissen HP-Zustand, oder einen gewissen Gesundheitszustand. Weiß nicht, warum sie das so gemacht haben. Ich weiß nicht, ob das dann, wenn Leute, ich weiß nicht, kann man das auch ohne HUD spielen? Manche Leute spielen auch ohne HUD. Wo ich das immer sehr schwierig finde. Aber gut, wie er mag, ne? Oh Gott, was? Nein! Nein! Ah, warum war das denn wieder umgewechselt? Boah, ich hasse das. Ich hasse das jedes Mal immer, dieses dumme Umwechseln.
Oder jetzt brauchen wir das andere überhaupt noch? Ich glaube nicht, ne? Haben wir nie wieder benutzt. Ich glaube, das haben wir nur ein... Ich nehme es weg. Jetzt habe ich schon mal die Tour versaut. Jetzt schon wieder. Ja, ganz toll. Ach komm. Dass ich nur noch eins mache. Das ist jedes Mal. Das ist mir schon mal fast in den Tod gebracht. Jetzt lad. Kennen wir schon, ne? Das ist mein Zuhause. Außer auf Kefalenia. Phoebel! Phoebel! Ja, ich hörte den. Da! Gib es zu. Erstmal entfernen. Vielleicht schneide ich dir eins deiner Augen raus. Versuch's doch. Oh nein, es geht aber nicht weg. Oh, ich dachte, dann geht's weg. Toll. Ja, gut, ist aber raus. Komm her. Ja. Oh Gott. Oh, war ärgerlich mal wieder. Nur weil ich weiß ich nicht. Das immer. Weil ich noch nicht mal meiner 2. Ja, okay. Aber. Oh Gott. Nein, ich häng fest. Komm her. Hä? Wow. Oh, ich finde das so doof. Weil du da so leicht mit dem Daumen gegenkommen kannst. Bei dir. Warum nicht irgendwie eine. Ja, ne, die ist auch doof. Aber. Na ja, komm. Irgendwie ist das echt eine dumme Taste. Es wäre weniger schlimm, wenn ich auf Versehen hätten sie da die Waffen hingetan. Weil dann wäre es halt mal so, dass man auf Versehen die Waffen einsteckt, wenn man mit Fäusten ihn kurz haut, aber dann macht man nur weniger AP. Da kannst du so gleich gegenkommen, merkst du es nicht mal. Weil, es ist so doof. Jetzt echt ärgerlich, das ist ein Leben. Komm her. Du merkst es ja manchmal auch gar nicht. Weil zum Glück sind die Kämpfe auch jetzt nicht so schwer. Die sind eher lang. Nicht wirklich schwer. Ich wäre auch ganz froh, wenn das jetzt in Dark Souls wäre. Wenn ich mal ein schwerer Kampf wäre, würde ich echt kotzen. Kumpel. Ich bin jetzt ein bisschen schneller durchlaufen. Gut, da sind wir jetzt auch wieder. Ich glaube, du gehst einen Tick schneller. Nein. Jetzt komm. Da fällt jetzt muss ich rein. Komm. Mehr. Ich habe nie gedacht, dass wir nochmal was von dem hören. Ich dachte, irgendwie jetzt ein Tutorial-Gegner. Es war, glaube ich, auch ein Tutorial-Gegner. Das war ja, glaube ich, der erste große, den man besiegt hat. Meine ich zumindest. Kann mich auch täuschen, ne? Ich habe den Anfang vor 2 Jahren gespielt. Aber wenn ich noch richtig Erinnerung habe, immer so gespannt, wie lange wir für Origins brauchen werden. Auch 2 Jahren sitzen werden. Ich glaube, hoffentlich weniger. Aber einfach nur wegen Valhalla. Aber sonst, ganz ehrlich, wir machen das in Ruhe, ne? Wenn das nicht rechtzeitig fertig wird, wird es nicht fertig. Ich werde jetzt keinen Speedrun machen oder sagen,
Komm, wir müssen jetzt innerhalb der und der Zeit fertig werden, sonst ja, war halt nicht spielen. Da machen wir ganz in Ruhe, also trotzdem, ne? Jeden ist ja ein Südteil, das ist so ungerecht, wenn ich jetzt Origins einfach so durchhuschen würde, nur wegen Ding, weil Ubisoft gibt sich so viel Mühe mit den Spielen und ich husch durch, das ist so, weiß ich nicht. Das ist so ungerecht, glaube ich, gegenüber dem Spiel. Die haben sich ja auch so viel Mühe gegeben, weil es ist ja auch ein geiles Game. Sonst würde ich es ja kaum, glaube ich, sonst hätte ich danach, glaube ich, keinen Bock, die ganze Marathon hier zu machen. Assassin-Marathon. Aber sowas muss ich halt auch let's playen, ne? Weil man dann auch am besten in die Welt eintauchen kann. Sowas will ich auch nie spielen. Also Assassin's Creed kriegt der. Ja, weil wenn ich sie mal durchgespielt habe, ich will sie nochmal spielen, dann kann ich sagen, das ist immer Stream, aber ich werde sie auf jeden Fall einmal intuitiv spielen. Also Assassin's Creed gibt es keinen Stream, das liegt aber daran, dass ich da so ein bisschen auch noch eigen bin und sag so, hey, vielleicht würde es sogar mehr bringen, wenn ich sie streamen würde. Ich weiß, aber ich liebe ganz gern diese Welten und bin so ein. Ich bin ein richtiger Weltenfreund und ich mag total gern solche Welten eintauchen. Dann bin ich aber mal überlegen, ob ich zum Beispiel was die Dose Fushima eher streame. Oh Gott. Eher streame oder eher Let's Play. Ich glaube, ich play das. Das ist irgendwie Man-Eater. Sowas finde ich nur im Stream, aber irgendwie ganz lustig. So, runter mit der Ruhe mit dir jetzt. Tod bestätigen, was? Der Zyklop von Kefalenia. Der Zyklop von Kefalenia hat nie vergessen, wer ihn in den Hades geschickt hat. Tief in den Eingeweiden der Unterwelt schmierte er Rachepläne, um vorbereitet zu sein, wenn er die Adlerfrau wiedersehen würde. Mhm. Oh. Also wir müssen nur die noch in der Mitte finden. Die haben wir schon. Die Wächter. Zwei haben wir schon, zwei müssen wir noch. Mensch, mit den Gefallenen sind wir auch schon ganz vorne mit dabei. Ja, warte mal. Achso, nee. Genau. Müssten wir überlegen, ob wir den auch in der Quest besiegen mussten. Dann könnte ich mir gerade holen, dass die in der Quest, die machen dann so und die. Na gut, das sind ja auch Quests. Cassandra? Du lebst! Und du bist hier. Ich war auch in Athen bei dir. Du hast mich nur nicht gesehen. Jetzt sehe ich dich. Kannst du aufstehen? Wo sind wir hier? Und wo ist der Zyklop? Keine Sorge, der Zyklop ist fort. Und dies ist ein Tor zum Elysion. Das war's also. Wenn ich hindurchgehe, finde ich meine echten Eltern. Du schaffst das, Phoebe. Gehen wir.
Ich vermisse Kefalenia, wenn ich das so sehe. Das waren schöne Zeiten, oder? Oh ja, am Anfang war ja noch alles cool, ne? Haben wir ja nur ein bisschen von Markos gemacht, bisschen so Schulden angeschrieben, aber sonst war ja alles cool und dann ging alles den Bach runter. Ich will nicht gehen. Phoebe. Erwachsen werden bedeutet auch, unliebsame Dinge zu tun. Man tut sie, weil man den Mut hat, das Richtige zu tun. Bei dir zu bleiben könnte das Richtige sein. Hab keine Angst. Ich gehe auch von hier fort, sobald ich zu Ende gebracht habe, was ich begann. Aber ich werde bei dir sein. Das habe ich gefunden. Solange du ihn hast, werde ich bei dir sein. Was, wenn meine Eltern mich nicht mögen? Wenn sie dich nicht mögen, ist das ihr Problem. Aber du musst ihnen eine Chance geben, dich zu lieben. Und wenn sie nicht ergreifen, dann schaffst du dir eine neue Familie. So wie wir auf Kefalenia. Aber ich werde dich nicht vergessen können. Du bist auch meine Familie. Kann ich dich später hier wiederfinden? Nein. Sobald du gegangen bist, kannst du nie mehr zurück. Aber eines Tages, in ferner Zukunft, werde ich zu dir kommen und wir erzählen einander all unsere Abenteuer. Du wirst immer meine Familie sein, egal was passiert. Ich glaube, ich bin bereit. Phoebe, die Kriegerin, die zu den goldenen Gefilden segelte. Phoebe, die sich in die Unterwelt begab, um ihre Familie zu retten. Phoebe, die Adlerfrau. Du hast mich sehr stolz gemacht. Geh aufrecht. Es war aber ein schönes Ende. Ich habe eben irgendwie schon echt Angst gehabt, dass wir das Gleiche jetzt nochmal erleben. Aber das war ein schönes Ende. Das war echt ein cooles Ende für die Mission. Quest. Mission. Ja, Quest, Missionen sind ja so in normalen Spielen. Also jetzt wie... Haben wir gerade ein Spiel mit Missionen? Momentan noch nicht, gar nicht, ja. Ah, Kapitel. Quest ist ja eher rollenspielmäßig. Quest ist ja immer so ein Rollenspielbegriff für Mission oder. Hades! Hab ich dir doch gesagt, dass sie das Mädchen nicht wieder vergessen lässt. Stattdessen beschwört sie ihre Stärke und bringt sie dazu, ihre Last zu tragen. Bemerkenswert. Die Kriegerin und Adlerfrau. Ja, das war auf jeden Fall eine geile Quest. Hat mir sehr, sehr gefallen. Beim nächsten Mal machen wir die hier mal zu Ende. Und dann wollen wir da mal die... Was habe ich denn hier noch weiter gemacht? Mhm.
Ach so, die haben wir noch gar nicht angefangen. Ach so, die haben wir noch nicht angefangen. Okay, die haben wir angefangen, die aber nicht. Okay, also wir haben nur eine Quest angefangen, die andere haben wir noch gar nicht angefangen. Na gut, dann machen wir die später. Dann würde ich sagen, machen wir mal das und dann würde ich sagen... Ah, können wir immer erkunden, oder? Ja, mal gucken, wie ich das mache. Auf jeden Fall machen wir in der nächsten Folge erstmal das hier. Und dabei danke ich mal wieder fürs Zuschauen, natürlich auch fürs mit dabei sein. Und ich hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet hier zu Let's Play Assassin's Creed Odyssey. Vielen Dank, haut rein, euer Pyrus. Tschüssi, bis dann.